Unrecht tun ist besser als Unrecht allein. Kallikles sagte: Mein lieber Sokrates, du sagst, Unrecht tun sei hässlicher als Unrecht leiden. Nach der Natur jedoch ist alles hässlicher, was auch schlechter ist, nämlich das Unrecht leiden. Nach dem Gesetz aber soll das Unrecht tun hässlicher sein. Auch das Unrecht leiden ist eines Mannes unwürdig. Unrecht leiden tut nur ein Sklave, für den der Tod besser ist als das Leben, weil er nicht imstande ist, sich selbst zu verteidigen, wenn er beleidigt oder misshandelt wird. Die Gesetzgeber aber sind die schwächlichen Menschen, wie auch die große Masse schwach ist. In Rücksicht auf sich und ihren eigenen Vorteil geben sie Gesetze, sprechen sie Lob und Tadel aus. Sie wollen alle starken Menschen, welche die Kraft haben, sich Vorteil zu verschaffen, einschüchtern, damit sie es nicht ihnen gegenüber tun und sagen deshalb, es ist hässlich und ungerecht, sich Vorteile zu verschaffen. Das verstehen sie unter Unrecht tun. Da sie selbst schwach sind, sind sie zufrieden, wenn sie nur den gleichen Teil erhalten. Daher bezeichnet also das Gesetz das als ungerecht und hässlich, wenn einer mehr hat als die meisten. Und das nennt man Unrecht tun. Die Natur selbst aber beweist, dass es gerecht ist, wenn der Stärkere mehr hat als der Schwächere und der Fähige mehr als der Unfähige. Das zeigt sich sowohl unter den Tieren als auch unter den Menschen und sogar unter ganzen Staaten. Wo das ein anerkanntes Recht ist, dass der Stärkere über den Schwächeren herrsche und mehr habe als jener. Denn mit welchem Recht ist denn Xerxes in Griechenland eingefallen? Mit dem Rechte des Stärkeren. Er handelte einfach nach dem Gesetze der Natur und nicht nach dem von Menschen willkürlich aufgestellten Gesetz. Doch was tun wir mit unserer Erziehung? Die Besten und Stärksten unserer Kinder suchen wir durch Erziehung untertänig zu machen. Und sagen ihnen, Gleichberechtigung müsse sein. Alle sind gleich und alle sollen gleich sein. Das sei das Schöne und Gerechte und Gute. Kommt aber ein Mann mit einer starken Natur, der schüttelt dieses schwachmachende Gerede von sich ab und zerbricht alle hemmenden Fesseln. Er tritt unsere menschlichen moralischen Satzungen und all die widerlichen Gesetze mit Füßen und tritt offen, weiß unser Herr auf. Darin zeigt sich das Recht der Natur in glänzendem Licht. Aller Besitz der Schlechteren und Schwächeren gehöre dem Besseren und Stärkeren.